Erkennen, erwachen, verändern. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Neo meiner neuesten Sendung. Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Nicht nur, dass viele Leute euphorisch sind und sagen, ein tolles Wahlergebnis von der AfD. Wir gehen aber gleich rein, auch zu diesem Thema, sage ich meine Meinung dazu. Einige von euch, oder viele sogar, haben mein Buch Die Jahrhundertlüge schon vor über 10 Jahren gelesen, wo wir alle möglichen Dinge nach dem Motto Erkennen, Erwachen, Verändern aufgedeckt haben. Und ich muss sagen, in den letzten 10 Jahren ist mir kein einziges Buch in die Hände gekommen, was so eine Qualität hat. Heute ist das Buch erschienen, Das Ende der uns bekannten Welt. Viele werden von euch Ernst Wolf kennen. Ernst Wolf ist ja nicht irgendwer, ist selbst Bestsellerautor, Börsenexperte. Und Ernst hat das Buch für das Buch das Vorwort geschrieben. Und ich kann nur eins sagen, ich war schwer beeindruckt. Wir reden über Erkennen, Erwachen, Verändern. Und hier geht es um, was kommt nach Verändern? Was läuft hier wirklich ab? Also Dinge, dass Ernst zu mir gesagt hat, er musste, während er das Buch gelesen hat, das Buch aus der Hand legen, mehrfach, 3-mal durchatmen, um überhaupt dieses geballte Wissen in dieser Qualität überhaupt verarbeiten zu können. Wir haben uns entschieden, dass wir das heute reingehen bei uns als Hörbuch, E-Book und Buch in Shop. Guckt mal rein und bildet euch eure Meinung. Vielen Dank an alle, die letzte Woche den Weg mit uns gegangen sind, die gesagt haben, Heiko, ja, endlich ist es soweit, Sommersonnenwende, wir machen die Meditation zusammen. Und die dabei waren, die wissen, was sie gespürt haben, es war atemberaumend. Wir blenden mal 2, 3 Kommentare dazu ein. Und darum geht es, dass wir sagen, also den Weg, wo ich sage, wir gehen einen anderen Weg. Ich kann den ganzen Tag immer sagen, böse, böse, gut, 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 böse, aber innerlich bin ich leer. Und wir haben uns verbunden auf einer extrem großen Art und Weise. Wir haben extra ja ein Lied komponieren lassen, 432 Hertz, was im wahrsten Sinne des Wortes tief ins Herz geht. Und für alle, die nicht dabei waren, stellen wir jetzt den Download zur Verfügung. Guckt unten in die Beschreibung rein, den werdet ihr finden. Anderen großen Dank stellvertretend für die Menschen, die mein Format überhaupt unterstützen, unsere Arbeit. Dadurch sonst wäre es gar nicht machbar. Ursula, Dorothee, Doris, Rüdiger und der liebe Klaus stellvertretend für alle anderen. Jetzt zum Thema. Heute früh sind meine Äuglein so aufgegangen. Also ich habe so viele Nachrichten, Mails und so weiter. Also einmal die Follower von uns. Heiko, was ist deine Meinung? Ich weiß, du bist Nichtwähler. Ist aber jetzt kein Thema. Ich bin dafür so oft schon angegriffen worden. Darum geht es gar nicht. Sondern ich fand es interessant. Die wollten meine Meinung hören zu diesem Ergebnis, dass anscheinend, also augenscheinlich sieht es so aus, dass doch einige Menschen wirklich nicht mehr glauben, was die Politmarionetten ihnen erzählen. Und der Meinung sind, okay, wir sind der Meinung, dass jemand anders mal, weil hier wurde so eine verbrannte Erde hinterlassen in Deutschland in den letzten Jahren, jemand anders mal die Chance bekommt. Finde ich gut, weil wenn man sich das mal genauer betrachtet und es ist egal, ob ich sage gut, schlecht, hoch, runter, das wird ohnehin verdreht, wie sie wollen, weil hier geht es nicht um Wertung, sondern hier geht es letztendlich darum, dass wir erkennen, dass uns alle mehr verbindet, als uns trennt und das gesamte System ist hier nur auf Trennung aufgebaut. In einer Art und Weise, dass es schon, ich sag jetzt mal, nicht nur faschistoide Züge hat, sondern es ist schon kriminell. Um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, du musstest, um Menschen töten zu können, musstest du sie vorher entmenschlichen. Ob nun damals gesagt worden ist, schon im Dritten Reich, die Russen sind die Schlimmsten überhaupt und die sind Barbaren und die zerreißen quasi Leute. Also musste der deutsche Wehrmachtssoldat wissen, okay, das am besten wissen und ihr Wissen ja den Russen umbringt, weil der ist ja eigentlich der Teufel in Person. Haben wir uns gerade wieder. Und so lief es in Vietnam, beim Vietcong, da wurde gesagt, sind die Letzten sind Asseln, sind Scham, die wurden also mit so einem Ratten, wurden die in Verbindung gesetzt, die medial, du musst die erstmal runterdrücken, dann sind, das ist ja dieses bekannte Lied 19, der Durchschnittsalter der Soldaten, der Gefallenen war dort 19, im Zweiten Weltkrieg war 26 und die sind dann losmarschiert. Und keiner hat sich die Frage gestellt, der gerade marschiert, ist gerade Papa geworden, hat vielleicht gerade ein Kind, hat eine Frau, ist verliebt. Und der soll jetzt jemand umbringen, den er aber ja nicht kennt, der auch vielleicht gerade eine Frau kennengelernt, auch verliebt ist. Warum eigentlich? Warum? Wie kommt der zu der Überzeugung, dass er den töten will? Wie kommt denn der andere auf der anderen Seite zur Überzeugung,
dass er ihn jetzt töten will, weil der ist ja der Eindringling. Ein bisschen. Und so sind wir permanent in der Wertung. Permanent. Jeden Tag. So, dann wird gesagt, wir entscheiden, wer sind jetzt wir? Die Ethikorganisation, die UN, wer auch immer. Wir entscheiden, wer der Gute ist. Und das gilt für alles. Und jetzt im Bereich Parteien, das ist eigentlich für mich ein extrem langweiliges Thema. Warum? Weil wir das Thema schon so durchgearbeitet haben. Wirklich, also über 10 Jahre hinweg. Soweit waren wir schon gewesen bei Erkennen, Erwachen, Verändern. Erkennen, es gibt Bilderberger, gibt. Ich habe die Listen alle veröffentlicht. Die sind ellenlang von allen Mitgliedern von Anno Schnupp von 54 angefangen bis jetzt. Wie sind sie dort in hohe Positionen reingekommen? Lindner war so ein Beispiel, im selben Jahr wurde er FDP-Vorsitzender. Das haben wir aber jetzt schon durchgearbeitet. Dass in Brüssel eine Redediktatur existiert, die nicht gewählt worden ist. Die Redediktatur, die 80% bestimmt, was national, im nationalen Gesetzmäßigkeiten dort passiert. Die wiederum unterliegt der Aufsicht von diversen Industriellen, die beim ERT, war ich erstaunt, vor ungefähr 10 Jahren, ich habe selbst einen Bericht im Fernsehen drüber, Roundtable of Industrials, die dort sitzen in Brüssel, die größten Industriellen, die denen sagen, also quasi die ihnen nehmen Tür rüber und schieben ihnen die Anweisung, was die für Gesetze haben. So, und wir diskutieren aber gerade drüber und denken, also Deutschland ist wie ein kleines Dörfchen, wie in diesem kleinen Dörfchen wir jetzt Großes verändern können. Das heißt, der Plot, um den es geht, der ist viel, 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 viel größer. Und natürlich, wenn man auf den ersten Blick sieht, ist es schon unerhört, was hier abläuft in dem Land. Wenn man sich überlegt, da ist eine Parteienlandschaft, was in den letzten Jahren also nicht nur Kriege geführt hat, sondern hat das Land quasi wirtschaftlich in allen Bereichen an einen Abgrund gebracht. Und sie wissen nichts Besseres, als zu sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Aber nehmen wir mal jetzt die AfD, die hat nie eine Regierungsverantwortung gehabt. Nie. Als Beispiel. Ich hätte auch die gleiche Rede jetzt halten können, theoretisch 97 hätte ich sagen können, die Grünen hatten nie eine Regierungsverantwortung. Gebt ihr nochmal die Chance. Dann haben sie die Chance gegeben. Danach ging es auf den direkten Weg gleich rein in den Kosovo-Krieg, wo ohne Ende Frauen und Kinder umgebracht worden sind. So. Aber man muss denen erstmal die Chance geben. Aber das Prinzip, was wir haben, das ist ja so, da ist ein Begriff, der wird hochgehalten, da steht Demokratie drauf. Klingt gut. Aber die Wirklichkeit ist ja die, dass ja nur noch eine Meinung existiert und alle, die hier irgendwas anderes dagegen sagen, ob jetzt nun inhaftiert worden sind, kennen wir, ich sag nur Ballweg, 1000 andere Beispiele, die Dame, die im Gefängnis, ich glaube, die ist jetzt verstorben mittlerweile sogar, wegen angeblichen Maskenattesten saß und so weiter und so weiter. So. Und wenn man sich überlegt, ich habe 2015 ein Video gedreht, das hieß damals die Flüchtlingslüge der Regierung, relativ erfolgreich, mit 500.000 Aufrufe, glaube ich. Damals noch über nur Wieso, da habe ich ein Format gehabt. So. Sind die über mich hergefallen? Um Gottes Willen, oh, der ist ein Rassist. Ich habe nur Fragen damals gestellt. Ich habe gefragt, wie kann es sein, dass nur junge Männer rüberkommen? Wie kann es sein, dass heimlich, haben wir Informationen über Flugzeuge, Flüchtlinge reingeflogen sind und so weiter. Die Fragen haben wir gestellt. Das heißt, dort hat es schon massiv angefangen, eine Manipulation. Und die müsst ihr euch vorstellen, die geht von oben bis runter. Die zieht sich dann bis zu euren Kindern in die Schule, also über Lehrer. Und alle haben abgenickt. Das bedeutet, ihr müsst euch das so vorstellen, die Situation aktuell in Deutschland, ich stelle mir immer vor wie so eine Öllampe. Also, du hast am Auto eine Öllampe, die geht an. Und keiner von euch wird den ADAC anrufen und sagen, kommt mal vorbei, guck mal, was da ist. Dann kommt der Mann vom ADAC und sagt, oh, ich habe das Problem, wir finden, warum die an ist. Ich nehme mal ein Pflaster und klebe das mal rüber. Und ihr sagt, oh, super, schön, schönen Tag noch und fahrt weiter. Jeder wird sagen, so blöd bin ich doch nicht, würde ich doch nie machen. Das machen wir jetzt hier schon in Deutschland seit Jahren. Wir können ganz aktuell anfangen. Ich komme nur aus Berlin. In Freibädern ist jeden Tag quasi Mord und Totschlag, also quasi Massenschlägereien ohne Ende. Und mein Freibad Pankow, in dem ich als Kind aufgewachsen bin, weil ich am Freibad nämlich gewohnt habe, meine Jugend dort verbracht habe, steht mittlerweile an erster Stelle von allen kriminellen Handlungen, von allen Freibädern in Berlin. Was wird gemacht? Da wird ein Pflaster gerade rausgeholt, auf dem Pflaster steht, ab jetzt werden die Rutschen und die Sprungtürme werden jetzt gesperrt. Pflaster rüber. So. 2015 hat man uns erzählt, wir Deutsche sind ja völlig bekloppt sowieso, also ist ja klar, bei uns ist ja nicht viel, mit uns ist ja nicht viel zu machen. Deswegen brauchen wir ganz dringend Fachkräfte, wir haben Fachkräftemangel. Deswegen habe ich ja damals ein großes Video gemacht, die Flüchtlingslüge der Regierung, so.
Vor Jahren habe ich schon darauf aufmerksam gemacht, fahr rum, wo du willst, egal wo du langfährst. Du kriegst ja gar keine Fachkräfte. Ich kenne jemanden von McDonald's, der hat 3-4 Jahren, selbst der hat mir erzählt, das ist Wahnsinn. Also mittlerweile überhaupt Leute zu finden, die da überhaupt arbeiten. Und das gilt für alle Branchen so. Jetzt hat man uns aber erklärt, wir sind eigentlich zu blöd. Wir brauchen jetzt ganz tolle Typen, die Raketenforscher, Zahnärzte. Medial wurde der damals in Szene gesetzt. So. Und jetzt frage ich mich mal ganz frech, sind die noch jetzt nach 9 Jahren im Studium oder machen sie noch gerade ihre Ausbildung oder was machen sie gerade? Und jetzt aktuell vor einer Woche wurde gesagt, so, also wir brauchen ganz dringend Millionen von neuen Fachkräften, also für Deutsch. Das Pflaster, wo wir gerade rüber geklebt haben, wird jetzt noch ein dickeres Pflaster rüber geklebt. Noch ein dickeres, das heißt von hinten leuchtet es schon durch, dieses Pflaster. Nee, noch ein dickeres Pflaster. Mädels vergewaltigt, umgebracht, zerstückelt und so weiter. Was Einzelfälle. Jetzt ist es so weit, dass man sagt, Klimawandel hat Schuld daran, dass die Leute im Strandbad so mit Migrationshintergrund das und das machen. Und wer das sagt, ist ein Rassist und Antisemit und alles, was es gibt. Also Pflaster, 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 Pflaster. Und irgendwann, der Zeitpunkt scheint in Deutschland da zu sein, muss man fairerweise sagen, dass doch einige Leute die Äuglein aufmachen und sagen, oh, irgendwas haut jetzt nicht hin. Also weil ich merke, der Wagen, in dem wir alle sitzen, der ist schon so, dass der so stottert. Und man sagt uns, nein, Moment mal, mach mal das Radio lauter. Also auf gut Deutsch, du hörst die falschen Nachrichten, du guckst beim Schrank rein, der ist ohnehin Verschwörungstheoretiker, Antisemit, Rassist, Rechter, Esoteriker. War, um Gottes Willen, lass ihn rein. Hör unsere Nachrichten, ARD, ZDF, Radio wird noch lauter gemacht. So, und so läuft es schon seit Monaten. Aber mittlerweile ist es so, dass der Wagen eigentlich kurz vorm Stillstand ist. Und da kann durchaus sein, dass jetzt einige sagen, na Moment mal, vielleicht hatte der eine andere Ursache. Vielleicht ist die ja viel größer. Das ist natürlich klar und dafür haben die natürlich Angst in ihrer Demokratiesimulation. Verstehe ich ja auch, dass immer mehr Menschen erwachen. Muss ich aber dazu sagen, trotz alledem, Politiker kommen und gehen. Ihr müsst euch einfach nur sagen, was hat es mit euch selbst zu tun? Ja, was hat mit euch selbst zu tun? Im Normalfall gar nichts, weil ihr selber seid irgendwann mal auf diese Welt gekommen. Ihr wird irgendwann mal diese Welt verlassen. Und da geht es nur um eins. Seid ihr glücklich und zufrieden? Seid ihr mit euren Mitmenschen in Einklang oder seid ihr es nicht? Und wenn ich das so sehe, was für eine Hetze betrieben wird, nehmen wir mal Beispiel AfD, also für mich ist es auch so billig, also wirklich billig. Also da arbeiten Leute, da sind wohl Leute, die haben Migrationshintergrund, da sind Leute, die sind Jude, Alice Weidel ist eine Lesbe, das ist lesbisch. Also alles, was sie angeblich, gegen was sie sind, haben sie selbst in ihrer Partei. Trotzdem wird sie bekämpft, weil im Endeffekt gibt es immer zwei Seiten. Aber ich will es jetzt nicht unterstellen, aber wenn ich mir die Geschichte angucke, angefangen von der Oktoberrevolution über den Zweiten Weltkrieg, es sind immer die gleichen Kräfte, die beide Seiten finanzieren. Das war schon immer so gewesen. Also im Endeffekt ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, weil es ist immer einfacher zu warten und sagen, jetzt kommt der Heilsbringer, jetzt kommt der Mann auf dem weißen Ross und der würde es für mich richten. Ich brauche es aber nicht zu machen. Um Gottes Willen. Ich brauche mich zurücklehnen und die anderen können alles machen. Guckt euch das doch mal an. Ich sage nur GZ, ich bin dafür vor Gericht gezogen. Wir haben so viel gemacht, jahrelang. Und die meisten haben ja nichts gebracht, Heiko. Na, ich zahle trotzdem keine GZ, bis heute nicht. Ich zahle trotzdem keine. Ja, warum? Weil die meisten haben einen Brief rausgeschickt und haben gesagt, oh, jetzt haben die aber gesagt, nee, geht nicht, jetzt kommt der Gerichtsvollzieher. Ja, dann muss ich es doch machen. Das war meine Zivilcourage, geht doch viel, viel, viel weiter. Und die Masse hat weggeguckt. Es ist leider so. Und was ich noch viel schlimmer finde, um jetzt mal dieses Thema auch anzusprechen, ist, dass die Jugend wirklich so manipuliert wird, dass dir nichts mehr zu einfällt. Ich muss ein aktuelles Beispiel bringen. War am Wochenende bei einer Feier und da waren viele Jugendliche da. Da kam also ins Gespräch, kam heraus, dass die am Donnerstag in Sachsenhausen waren, Konzentrationslager. Und der eine sagt, na, letztes Jahr waren wir in Bergen-Belsen. Sag ich, ist ja interessant. Sachsenhausen. Haben die euch erzählt von den Massengräbern von 1945 bis 1950? Wie, was? Nee. Da gibt es zwei Stellen, wenn man dorthin fährt, da sind so braune Schilder, ich weiß nicht, ob die immer noch dort stehen, ich habe damals mal Fotos gemacht und einen Bericht und Videos vor ein paar Jahren, 5 Jahre ungefähr. Und da steht einfach nur Massengräber 45 bis 50. Und alleine das ist ja schon mal Programm. Was war denn da eigentlich? Was ist denn eigentlich passiert? Die wussten es einfach nicht. Das sind deutsche junge Männer, in der Regel waren die so zwischen 15 und 18, die waren umgebracht. Das Lager wurde weitergeführt von den Russen, die wurden einfach umgebracht. Und die wurde verscharrt dort. Der Vater von Götz-George, Heinrich-George, ist übrigens damals oft dort gestorben, der ist verhungert. Mal am Rande.
Ich fand es nur spannend, weil wenn du das Thema jetzt ansprichst in diesem Land, nur alleine wenn ich das sage, heißt es gleich, damit ist das eine Relativierung der anderen Sachen, also habe ich jetzt die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und sowas ist gefährlich, so eine Meinung, weil es gibt ja nur eine Meinung. Heißt also, wir legen fest, der Russe ist jetzt böse. Damals war er unser Befreier, zum Beispiel. So, und dann habe ich gesagt, von Dresden, habt ihr aber auch in der Schule bestimmt schon mal gehört. Die waren 11. Klasse übrigens, die Jungs und Mädels. Wie, was Dresden? Ja, die Stadt? Nee, dass damals dort ungefähr 300.000 Menschen umgekommen sind. Da gab es keine Industrie, gar nichts. Wurden einfach nur abgeladen von Bomber Harris. Sind verbrannt, wird mittlerweile zwar auch teilweise geleugnet, als ob es nie da gewesen ist. Nee, haben wir auch nicht gehört in der Schule. Ja, und dabei kommt natürlich raus, wenn ich ein Rammstein-Video mache, so wie am Wochenende, wo ich nur Fragen gestellt habe. Ich bin null Rammstein-Fan, so ähnlich mit AfD oder Rammstein, mir ist dasselbe. Und wo ich gesagt habe, okay, was ist denn eigentlich mit dem Sachsensumpf, wo Politiker, Staatsanwälte, Richter drin verwickelt waren, wo Minderjährige, sag jetzt mal, Sex mit Minderjährigen misshandelt worden sind und die sind alle noch in Amt und Würden, hier in Deutschland. Fall Dutroux, wo nachweislich Kinder umgebracht worden sind in Belgien, in Brüssel und bis in den allerhöchsten Kreisen, die dort verwickelt worden sind. Und wenn ich mir die Kommentare dort angeguckt habe, habe ich gedacht, das ist vorbei. Also nicht alle, aber bei vielen. Da ist nur Vakuum vorhanden im Köpfchen. Also das ist ja normal, wenn ich mit jemandem rede und sage zu ihm, was sagst du denn zum Sachsensumpf? Was ist denn deine Meinung? Und er sagt zu mir, wieso war da jetzt gerade wegen den Regenfällen, ist jetzt da wegen Klima, ist da jetzt ein großer Sumpf in Sachsen entstanden? Und ich sage Dutroux. Und der sagt dann zu mir, es wird jetzt ein neuer Champagner aus Frankreich, neben Dom Perignon und neben Moët. Und da habe ich Jimmy Savile, der 500 Kinder misshandelt hat, ja auch als Beispiel gebracht. In England, der dann noch zum Ritter geschlagen worden ist von der Queen. Und die sagen zu mir, ach ja, ich bin ja Fan der 80 Jahre Musik. Du hast dich versprochen, du meinst Jimmy Summer für vom Bronzgebiet, ne? Oder? Also das war die meine. Da ist nichts vorhanden, habe ich festgestellt. So wie bei den jungen Leuten. Dresden, ja, Dresden ist irgendwie eine Stadt in Deutschland, eine alte. Also hier läuft eine Indoktrination auf noch nie dagewesene Weise. Was dabei rauskommt, ist natürlich klar, dass man diese braucht als willige Roboter, um eine Agenda durchzuziehen. Aber, liebe Leute, was hat es mit uns wirklich zu tun? Gar nichts. Ich habe das Beispiel erzählt von Tilo, meinem krebskranken Freund. Wo der Arzt sagt, du hast 4,5 Monate zu leben. Guckt oder hört bitte rein in die Sprachnachricht. Ihr werdet Gänsehaut bekommen. Vielleicht sogar Tränen in den Augen, die hatte er nämlich gehabt. Ein Mann, der kurz vor seinem Tod steht. Und mit dem war ich im Wald, alleine. Und wir haben dort meditiert. Und jetzt kommt euer Verstand und sagt, na Moment mal, aber da kann ich doch auch nichts ändern. Die haben dann, nein, du merkst aber Dankbarkeit, Liebe, du merkst Vertrauen, du merkst Mitgefühl, Barmherzigkeit. Du merkst einen Zustand, der viel größer ist, als darüber nachzudenken, ob die Politmarionette oder die oder die oder die irgendetwas gesagt hat. Völlig uninteressant. Natürlich weiß ich, dass die andere Sache einfacher ist. Wir haben uns aber entschieden, den anderen Weg zu gehen, mit euch zusammen, wer es möchte. Und trotzdem sehen wir das große Ganze. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht teilen lassen. Dass wir wirklich zueinander stehen. Und dass wir wissen, dass wir einen göttlichen Funken in uns tragen, jeder Einzelne. Und über den sind wir verbunden. Wir sind vergleichbar wie das Wasser, wo wir nur ein Teil sind, nur ein Tropfen sind. Wir sind die Welle, wir sind das Wasser und wir sind der Tropfen. Wir sind alle eins. Darum geht es letztendlich. Und das möchte man natürlich nicht, dass ihr so denkt, weil nur wenn ich jemanden teilen kann, so wie einen Apfel, den kann ich zerbrechen. In diesem Sinne, guckt dringendst rein. Ihr werdet begeistert sein, wirklich. Oder hört euch das Hörbuch an, wie auch immer, das Ende der uns bekannten Welt. Alles Liebe. Bei allem denkt immer daran, was hinter uns liegt und was vor uns liegt, ist nichts zu dem, was wirklich in uns drin liegt, in unserem Herzchen. Alles Liebe, euer Heiko. Sichere dir jetzt eine der letzten Ausgaben der brisanten Neuerscheinung Das Ende der uns bekannten Welt und lerne die geheimen Hintergründe der aktuellen Veränderungen unserer Welt kennen. Mit Kapiteln wie DNA, die hohe Dimension in uns, Genetik, von den Toten auferstehen, Mind Upload, die Digitalisierung der Spezies, der Übermensch, Hitler und der Traum der Knechtschaft und vielen weiteren spannenden Enthüllungen unserer aktuellen Zeit. Dieses Buch ist wahrhafter Sprengstoff,
der die Lügen der Machthaber gnadenlos entlarvt und zum selbstständigen Nachdenken anregt. Doch Vorsicht! Die herausfordernden Kapitel eignen sich nur für Menschen, die bereit sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und ihr Weltbild zu hinterfragen.